Wenn Sie an Rock'n'Roll denken, welcher Wein aus dem Sortiment, das du heute dabei hast, passt am ehesten zu Rock'n'Roll? Der Tresor Rosé, auf jeden Fall. Weil der, wo ich das erste Mal probiert habe, einfach nur eine reine Überraschung ist, genauso wie Rock'n'Roll. Da sind ganz viele Nuancen, die einfach zusammengeschmissen werden und ein super Gefühl vermitteln. Da kann ich einfach nur sagen, das muss grüner Veltliner sein, denn das rockt richtig, das ist Österreich pur. Der Tone, das ist so ein vielfältiger, vielschichtiger Wein, mit also vielen Nuancen von verschiedenen Aromen und so. Unser schöner Picknickwein. Der R13. R13, ja. Okay. Eignet sich sehr gut für sowas, Weiß, Rot und Rosé. Und außerdem ist auch einfach aufzumachen auf der Party. Spezial Club de Club Millésime. Also der hat viel Frische, Finesse und auch die Kraft. Beaucoup de fraîcheur, beaucoup de dynamisme. Ich denke mal der Herrenberg, weil der so ein bisschen fetzig ist, ja, von der Säure ein bisschen spannend, ja. Maybe a Nebbiolo, because Nebbiolo is a very complicated wine, difficult to understand. It has many, many faces. So, and then it is interesting too. Spontan, ich würde sagen, an Chateau Labors City. Also, es ist eine sehr gute Wein, sehr reif, aber hat Kraft, ist angenehm. Ich glaube, es passt mit Rock'n'Roll. Und an welches Instrument würdest du da spontan denken? Grüner Veltliner spielt auf sehr vielen Instrumenten. Das geht vom ganz leisen Instrument, von frisch und fruchtig, bis hin zum richtigen Bass. Mit den kräftigen Grünen Veltliner gibt es alles. Ich würde sagen, die Gitarre. Ich würde sagen, aber auch für mich, ich bin kein Musiker und ich kann das nicht begründen. Ich mag an sich immer gerne Schlagzeug, deswegen würde ich sagen Schlagzeug, aber im Rock'n'Roll spielen, ich weiß nicht, alle Instrumente, das geht nicht, das sind alle. La Batterie. Das Schlagzeug, warum? Es ist eine Progression. In dem Champagner ist halt eine Steigerung drin, immer kommt wieder ein bisschen mehr und für ihn ist Schlagzeug genau das. Reflekt tout à fait ça. Gitarre. Maybe a Gitarre. Genau, schnellen Gitarrenriff, ja. Ja. Ja, Rhythmus, also ist weltrund und ich glaube, bringt viel wie Rock'n'Roll. Thank you.
Danke Martin. Danke Dave. Danke John. Danke Micha. Danke euch.